Nun ist es so, dass wir einen Minister haben, der für das Klima zuständig ist. Er ist auch der Minister für Wirtschaft. Er ist sozusagen ein Doppelminister, so wie bei dieser alten Werbung für Öltanks. Ich bin zwei Öltanks und bei Habeck an der Tür steht, glaube ich, der Spruch, ich bin zwei Minister. Zumal Herr Habeck gerade in der Ukraine war und da ein bemerkenswertes Statement abgegeben hat. Naja, die Ukraine wird an der Atomkraft festhalten, das ist völlig klar. Das ist auch in Ordnung, solange die Dinger sicher laufen. Die sind ja gebaut. Und trotzdem soll der Anteil der erneuerbaren Energien im Strommix auf 50% angehoben werden, von sehr geringen Zahlen im Moment. Also ich meine, er hofft darauf, dass die Dinge sicher sind und die Begründung dafür ist, sie sind ja schon gebaut. Das gilt aber auch für die drei Kernkraftwerke in Deutschland, die demnächst abgeschaltet sind, abgeschaltet sein werden. Sie sind ja schon gebaut. Und nach allem, was man ja, über sie weiß, stellen sie auch kein unmittelbares Risiko dar. Kann sein, dass sie in 100 Jahren ein Risiko darstellen werden. Heute ist das nicht der Fall. Also stellt sich die Frage, warum redet Habeck in der Ukraine ganz anders, als er daheim redet? Warum sind hier die Kernkraftwerke eine Gefahr? Und warum ist das in der Ukraine nicht der Fall? Warum sind sie dort keine Gefahrenquelle mit der Begründung, sie sind ja schon gebaut? Das würde ja bedeuten, dass nur nicht gebaute Kernkraftwerke eine Gefahr darstellen, während gebaute allein dadurch, dass sie da sind, keine Gefahr darstellen. Ich kann dieser Logik nicht folgen, aber ich lasse mich gerne belehren, was den Minister für Wirtschaft und Klima bei diesem Statement getrieben hat. Vielleicht war es die kernkrafthaltige Luft in der Ukraine, vielleicht war es der ukrainische Borscht, ein kräftiges Gericht, das ihm auf den Magen geschlagen haben könnte. Ich weiß es nicht. Ich stelle nur fest, wir haben mindestens zwei Klimaminister. Einer ist für Deutschland zuständig und der andere für die Ukraine. Und irgendwie sind sie sich nicht ganz einig, trotz der Personalunion, in der sie stecken.